Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst zum Auftanken. In der Passionszeit haben wir die Gottesdienstreihe Wir sind auf dem Weg. Da lohnt es sich, auch mal buchstäblich sich auf den Weg zu machen. Und deshalb habe ich heute die Kapelle auf dem Höchsten gegen die Natur getauscht. Und ich möchte Sie mitnehmen, dass wir hier draußen in der Natur die Gegenwart Gottes suchen. Und ich bin mir sicher, er wird uns überraschen. Und deswegen feiern wir auch hier draußen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes, der du machst Winde zu deinen Booten und Feuerflammen zu deinen Dienern, der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es bleibt immer und ewiglich. Mit Fluten decktest du es wie mit einem Kleide, und die Wasser standen über den Bergen. Aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deinem Donner fuhren sie dahin. Die Berge stiegen hoch empor und die Täler senkten sich herunter zum Ort, den du ihnen gegründet hast. Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken. Du lässest Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen.
dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir dich erleben dürfen auf so vielfältige Art und Weise, auch in der Natur. Und ich möchte dir danken, dass wir mit dir auf dem Weg sind und dass du uns stärken möchtest auf dem Weg. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch stärkst durch diesen Gottesdienst heute. Amen. Wenn man unterwegs ist, sollte man auch immer mal wieder Pause machen und innehalten. Würden Sie nicht auch sagen, dass das ein schöner Ort ist, um Pause zu machen? Energie zu tanken? Ich habe sogar ein Sitzkissen mitgebracht, wohlweislich, dass es noch eine Pause braucht. Herrlich! Wenn wir auf dem Weg sind, dann braucht es solche Energiequellen. Ganz egal, ob ich auf einer Wanderung bin oder ob es um den Weg durchs Leben geht. Wir brauchen Energie, um weiterzugehen. Und ich habe mir was mitgenommen. Ein leckeres Vesper. Einfach lecker. Hier draußen in der Natur schmeckt es gleich doppelt so gut. Und man spürt förmlich, wie die Kräfte wieder kommen. Einfach nur zuhören und genießen. Wir kommen eigentlich ziemlich lang ohne Essen aus, ohne Energie zu tanken. Ich nicht so lang, aber es soll Menschen geben, die schaffen das mehrere Tage und Wochen. Aber ohne Wasser schaffen wir es nicht lang. Schon nach wenigen Tagen
wird es lebensbedrohlich. Wasser ist wichtig. Und auch im Leben, auf dem Weg, brauchen wir immer wieder Wasser und Energie, die wir zu uns nehmen. Das kann ein gutes Buch sein. Die Bibel. Es können aber auch Gespräche mit Freunden sein. Zeit mit der Familie. Ich muss Ihnen sagen, so eine Wanderung hier in der Natur, die ist für mich auch Nahrung für die Seele. Eine wirkliche Kraftquelle. Was ist Ihre Kraftquelle? Wo tanken Sie so richtig auf? Ich lade Sie ein, dass Sie beim nächsten Lied darüber nachdenken. Ich möchte aus Markus 10 die Verse 35 bis 45 lesen. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde.
Zu sitzen aber, zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und jetzt freuen Sie sich mit mir auf die Predigt von Maren Hoffmann-Rothe direkt aus der Kapelle auf dem Höchsten.
Einmal im Jahr findet bei uns in der Altstadt von Wetzlar der sogenannte Brückenlauf statt. Da sind Jung und Alt, Schulen, Vereine und Firmen mit dabei. Der Lauf geht über eine Stunde und alle versuchen in dieser Zeit so viele Runden wie möglich zu schaffen. Für viele ist "Dabei sein ist alles" das Motto. Und bei ihnen ist die Stimmung sehr ausgelassen. Sie müssen niemandem irgendwas beweisen. Die Runde schaffen, das ist ihr Ziel. Manche haben das Siegertreppchen als Ziel und links und rechts entlang der Strecke sind Freunde, Familie und Kollegen und feuern richtig kräftig an. Es ist tatsächlich ein größeres Happening in unserer kleinen Stadt. Da ich regelmäßig laufe, bin ich vor Jahren für eine Schule meiner Söhne mitgelaufen und habe festgestellt, dass es für mich nichts ist. Abgesehen davon, dass ich die Stille des Waldes beim Joggen liebe, ist es bei diesem Lauf so, dass eine Runde eine Länge von gut 2 Kilometern hat. Und ich persönlich finde, auch wenn ich für mich im Wald laufe, dass gerade die ersten Kilometer immer die anstrengendsten sind. Und so bin ich bei diesem Brückenlauf gefühlt immer nur die anstrengendsten Kilometer gelaufen und habe dann erst das Staffelholz weitergegeben. Es gibt Laufstrecken und Wegstrecken, die fallen leichter. Und es gibt Strecken, die nachvollziehbar oder nicht, sich schwerer anfühlen. Manchmal sehr viel mehr von einem abverlangen, im Laufen wie auch im Leben. Manchmal merke ich den einen Berg gar nicht beim Joggen und manchmal fühlt sich der gleiche Berg an, als wäre er plötzlich steiler und länger als beim letzten Mal. Im Philipperbrief im 3. Kapitel wird unser Leben mit Gott mit einem Lauf verglichen. Da schreibt Paulus: Ich lasse alles hinter mir und ich sehe nur, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis, das ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Wie fühlt sich Ihr Weg, Ihr Leben gerade an? Sind Sie auch so klar auf das Ziel fokussiert, wie Paulus es in der Bibelstelle beschreibt? Sind Sie auf einer schönen Gerade unterwegs? Befinden Sie sich gerade vor einer Kurve und Sie wissen gar nicht, was Sie erwartet? Haben Sie gerade einen beschwerlichen Berg vor sich? Oder laufen Sie gerade auf eine Weite zu? Manchmal fühlt sich der Weg, das Leben, nicht so leicht oder nicht so gut an. Aber ein Abbiegen oder ein Stehenbleiben, sich verstecken oder zurücklaufen, den Kopf in den Sand stecken, all das scheint auch nicht die ideale Lösung zu sein. Wenn wir in den Urlaub fahren, dann haben wir oft ein paar lange Stunden Fahrt vor uns. Das Ziel ist der Ort, an dem wir die nächsten Tage oder Wochen verbringen wollen. Wir sind also mit unserem voll beladenen Bus unterwegs und beten, dass er auch diese Fahrt wieder mitmacht. Und, das habe ich als junge Erwachsene lernen dürfen, es ist nicht nur die Tatsache, dass ich ans Ziel komme, sondern auch die Frage, wie ich ans Ziel komme. Deshalb versuche ich, unsere Autofahrten schön zu gestalten. Es geht nicht nur darum, das Ziel irgendwie und möglichst schnell zu erreichen, sondern die Fahrt bewusst in den Urlaub mit einzubeziehen und sie schön und wohltuend zu erleben. Schöne Musik, Geschichten, gute Stimmung, leckeres Essen. Im Johannesevangelium sagt Jesus im 14. Kapitel: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ist es nicht ein erhabenes und wunderbares Gefühl zu wissen, dass Jesus der Weg und Gott Vater das Ziel ist? Unser Vater im Himmel ist das Ziel meines Lebens. Für ihn lebe ich und ich freue mich auf die Ewigkeit mit Gott. Was für eine Sicherheit und Geborgenheit solch ein Ziel schafft im Hier und im Jetzt. Und dann, Jesus ist der Weg, also an ihm gibt es keinen Weg vorbei. Ich komme nur zu Gott Vater durch Jesus.
Und hier, vielleicht interpretiere ich möglicherweise etwas freier, definitiv und hoffentlich nicht falsch, Jesus ist der Weg zum Vater, was also nochmal heißt, ich nehme Jesus an, ich glaube, dass Jesus mein Herr ist und dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Und er der Weg zum Vater ist und durch Jesus kann ich bei unserem Gott Schöpfer Vater ankommen. Und Jesus ist der Weg, der tägliche Weg. Ich lebe in Christus, so steht es in den Briefen im Neuen Testament und im Johannesevangelium beschrieben. Und laut Johannes 17 ist Jesus in mir und ich in Jesus. Jesus lässt mich also nie mehr alleine. Wir sind unzertrennlich und Jesus zieht sich zu keinem Zeitpunkt zurück. Kann ich das so sagen? Ich glaube schon. Es klingt zu gut, um wahr zu sein, aber wenn ich die Bibel lese, dann ist es das, was ich lese und verstehe. Jesus hat alles für uns gegeben. Alles. Für sie und für mich. Und wenn ich sage alles, dann meine ich das. Jesus wusste um die Konsequenzen seines Tuns hier auf der Erde, als er auf die Erde gekommen ist, hier gelebt hat und für sie und für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und Jesus war bereit, seine Sicherheit, seine Macht und Herrlichkeit, die Geborgenheit, alles aufzugeben. Und was hat er hier auf der Erde in dem Moment geerntet? Er wurde am Ende ausgenutzt, er wurde hintergangen, er wurde geschlagen, ausgepeitscht, getreten, bespuckt, ausgezogen, ausgelacht und beschimpft. Und er hat es für sie und für mich ertragen, getragen und ausgehalten. Er hat durchgehalten bis zum Ende, bis zum Tod am Kreuz, damit unser Weg zu Gott frei wird und unser Weg durch Gott ein leichterer wird. Leichter, weil wir nicht alleine sind. Leichter, weil Gott mit uns ist. Leichter, weil er uns die Kraft geben will, die wir brauchen. In unserer Bibelstelle, in der Jesus gesagt hat, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, in dem gleichen Kapitel verspricht er uns Gläubigen den Heiligen Geist. Er sagt also nicht, folge mir nach und mach das aus eigener Kraft. Nein, er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Folge mir, fürchte dich nicht, ich lasse dich nicht wie ein Waisen zurück. Ich gebe dir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, wohnt in jedem, der sein Leben Gott anvertraut hat. Also wohnt er auch in ihnen und erinnert und lehrt sie. Manchmal verhalten wir uns wie Waisen, wir Kinder Gottes, oder? Fühlen uns, als hätte Gott uns alleine gelassen. Dabei kann er das gar nicht. Er hat uns in seinem Wort in der Bibel zugesagt, dass er in uns Wohnung nimmt, in ihnen und mir wohnt, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen. Er kann also gar nie weg sein. Er kann auch nicht sein Wort nicht halten. Das wäre wieder seine Natur. Wie steht es auf einem Autoaufkleber? Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Gott ist nah, ganz nah. Er wird Sie und mich nie alleine lassen, nie im Stich lassen. Er ist bei Ihnen und bei mir. Und als Gott gibt er uns das, was wir für den Weg brauchen, auf dem wir uns befinden. Also, was kann Ihnen auf Ihrem Weg helfen und definitiv tagtäglich gut tun? Da ist erstens das Gebet. Natürlich können Sie vorformulierte Gebete nehmen, aber ich ermutige Sie, mit Gott zu reden, wie mit einem Menschen, den Sie respektieren und den Sie schätzen. Reden Sie und hören Sie zu, werden Sie still vor Gott.
dann in der Bibel zu lesen. Jedes andere Buch fängt man von vorne an zu lesen. Wenn Sie aber die Bibel noch nie gelesen haben oder wenig, dann fangen Sie bitte erst bei Matthäus an. Das ist das erste Buch im Neuen Testament. Es ist das erste der vier Evangelien und Sie lernen die Lebensgeschichte von Jesus kennen, aus der Sicht des Jüngers Matthäus. Und ein drittes, was Sie auf Ihrem Weg mit Gott stärkt, ist der Austausch mit anderen Christen. Das gemeinsame Gebet, das gemeinsame Gespräch, die gegenseitige Ermutigung, das persönliche Wort zu hören und zu spüren. Sie sind nicht allein. Gott segne Sie. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weg und Arm? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseiten unser Ungemach? Wir machen durch die
nicht. Dann reden wir kurz mit unserem Gott. Ein kurzes Gebet. Danke, Gott. Du hast zugesagt, dass du bei uns bist, alle Tage bis an das Ende der Welt. Danke, dass du ein treuer, steter und unglaublich mächtiger Begleiter bist, dazu ein wundervoller Vater. Danke, dass ich mich auf dich verlassen kann. Amen. Beten wir gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, dass wir Sie heute wieder begleiten durften und vielen Dank, dass Sie mich begleitet haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie was auf dem Herzen haben, dann melden Sie sich gerne. Wir beten für Sie. Und jetzt gehen Sie mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Wir möchten Ihnen einfach mal etwas sagen. Danke. Danke, dass Sie die Stunde des Höchsten schauen, dass Sie für uns beten und dass Sie uns auch finanziell unterstützen. Denn die kompletten Redaktions- und Produktionskosten werden durch Ihre Spenden gedeckt. Wir bekommen keine Rundfunkbeiträge. Und ohne Ihre Unterstützung wäre das alles nicht möglich. Deshalb vielen, vielen Dank.